Hier kommt der Ben zu spät. Die Idee ist aber großartig. Was wir hier sehen, ist ein Haufen mit Löskindeln, die sie gefunden haben bei hier irgendwelchen verschiedenen Erdarbeiten, Geländeumgestaltung und so weiter und so fort. Und da hat man halt eben quasi bei der Rumbuddlerei jede Menge von diesen interessanten Steinchen hier in Anführungszeichen gefunden. Und die Idee ist jetzt nach Schild, dass sich hier jetzt jeder seinen eigenen raussuchen darf, der einem persönlich gut gefällt, und den dann einen schönen Platz im heimischen Garten geben. Oh, das ist interessant hier mit Eisenkonkretion. Ja, ich weiß nicht, ob man mich jetzt verstanden hat. Idee ist also, dieses Zeug jetzt in den heimischen Garten zu legen und dahin mitzunehmen. Und das Schild, was hier links im Bild so zu erahnen ist, das sagt einem quasi, um was es sich hier handelt. Das sind sogenannte Löskindel. Diese Konstruktionen, diese Gebilde, die gibt es teilweise in ganz, ganz schönen, fantasievollen Formen, dass die aussehen wie eine Ente, ein Fisch, ein kleines Kind, ein kleines Männchen, eine entsprechend vollbusige Dame, habe ich auch schon gesehen. Also da gibt es jede Menge interessante Beispiele, wie diese Dinger ausfallen können. Und was das jetzt ist, das versteht man, wenn man sich mal ein bisschen näher mit dem Löss beschäftigt. Und ich fürchte, das werde ich an dieser Stelle jetzt tun müssen, kann das Thema jetzt nicht ewig aufheben, bis wir ganz durch sind mit der Tour. So, also Löss. Löss ist ein äolisches Sediment. Was ist jetzt äolisch? Ein Windsediment. Ja, die meisten, die allermeisten Sedimente, die es so gibt, die sind entweder durchs Wasser oder durchs Eis entsprechend verursacht. Und es gibt aber noch eine ganz, ganz kleine Anzahl eben anderer Sedimente, die andere Ursachen für die Sedimentierung haben. Und das wäre dann eben ganz vorneweg der Löss, der halt eben windbedingt irgendwo angereichert wird. So, wir müssen uns also jetzt mit ein bisschen Grundbegriffen auseinandersetzen. Erstmal für diejenigen, die nicht wissen, was ein Sediment ist. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber vielleicht sollte ich es doch noch mal sicherheitshalber ein bisschen näher ausführen. Sedimente sind im Prinzip Gesteine, die durch angelagertes Material an der Erdoberfläche entstehen. Das kann dann durchaus sein, dass dann über dieses angelagerte Material, weil es halt angespült wurde von einem Fluss zum Beispiel, dann irgendwann durch zum Beispiel einen Erdrutsch anderes Material drüber rutscht und im Laufe vieler, 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 vieler Jahre dieses ursprünglich mal irgendwie angelagerte Material sich dann halt nochmal umändert, seine Struktur ein bisschen verändert. Ein einfaches Beispiel wäre halt eben Sandstein, ne? Sandstein, wo kommt der her? Zum Beispiel eben per Anlagerung durch irgendein größeres Gewässer, das es mal gegeben hat. Der könnte zum Beispiel eine Sandschicht am Grund eines ehemaligen Binnenmeeres sein. Darauf findet man dann beispielsweise im Fall vom Schwarzwald nämlich eine Schicht Kalk, das habe ich ja schon erklärt, die eben dadurch entstanden ist, dass da jede Menge im Wasser lebende Schnecken, Krebse und Ähnliches gestorben sind und deren Schale sich halt jedes Mal am Wasserboden, am Boden des Gewässers angereichert hat. Und dann wurden das immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann hatten wir eine richtig dicke, fette Kalkschicht auf der dicken, fetten Sandschicht, die sich angereichert hat, bevor es diese ganzen Viecher gab, die darunter geflogen sind, beziehungsweise tot waren und dann nach unten gesunken sind. Und das wären beides Beispiele für eigentlich Sedimentgesteine, ne? Im Gegensatz zu den magmatischen beziehungsweise den metamorphen Gesteinen, die irgendwie in irgendeiner Form im Erdinneren gebildet beziehungsweise umgewandelt werden, sind die halt von der Erdoberfläche ausgehend gebildet worden, was schon einen gewissen Unterschied darstellt. Und die setzen sich oft eben aus verschiedenem Material, aus verschiedenen Regionen zusammen, weil sie ja aus einer größeren Region sozusagen zusammengeschoben, zusammentransportiert durch Wasser, durch Wind wurden und damit jetzt eben sehr viele verschiedene Eigenschaften all der Regionen, wo die einzelnen Körnchen dieser Sedimentgesteine herkommen, in sich vereinen. So.
Und so ein Sedimentgestein ist halt eben auch der Löss, nur dass er halt anders als die meisten Sedimentgesteine vom Wind transportiert wird und das Wasser daran überhaupt nicht beteiligt ist. So, und der Kaiserstuhl-Löss, mit dem wir es hier jetzt zu tun haben, der stammt von den Nordalpen. Ist also durchaus ein ganzes Stückchen weit weg. Löss kann durchaus über mehrere hundert Kilometer transportiert werden, bis er sich irgendwo anreichert. Die Lössentstehung bzw. die Lössverwehung hat stattgefunden im Quartär. Wir befinden uns, je nachdem wie man das rechnet, theoretisch immer noch im Quartär. Also das ist noch gar nicht lange her, im Pleistozän halt, also im Eiszeit-Zeitalter. Gab es eben diese Lössverwehung, weil es da wenig Vegetation gegeben hat. Das heißt, wir hatten also bis zu einem gewissen Ausmaß eine fast schon Wüstenlandschaft mit brachliegenden Flächen, wo gar keine Pflanzen drauf gewachsen sind, weil es halt eben entsprechend kalt war. Trotzdem war es zum Teil durchaus trocken, weil das ganze Wasser ja alles in den Gletschern quasi gebunden war und demzufolge gar nicht mehr so viel Wasser, die Wassermenge auf dem Planeten ist ja konstant, zur Verfügung stand, um da großartig jetzt hier noch rumzuregnen und so weiter und so fort. Außerdem, man weiß ja, so ein Gletscher, der schiebt sich den Berg runter und schleift dabei das ganze Material, über das er hinweg wandert, ab. Dabei können riesige Felsbrocken rausgebrochen und transportiert werden. Was aber in jedem Fall auch immer passiert, ist, dass durch eine leichte Schleifbewegung immer feines Material von dem Gestein, über das der Gletscher schrappt, abgetragen wird, dass er in seinem Fuß vor sich quasi herschiebt, dieses feine Material. So. Und jetzt am Ende des Gletschers, wo der Gletscher irgendwann aufhört weiterzuwachsen, weil es dann doch mal irgendwann zu warm für den Gletscher wird und der quasi einfach zu Ende ist, hat er vor sich abgelagert einen Haufen Material. Je nachdem, wie weit weg vom Gletscher man kommt, desto feiner wird das Material, was der Gletscher da vorne noch abgelagert hat. Weil die groben Klötze, die bleiben relativ früh liegen. Ja, sobald das Eis weniger mächtig, weniger stark wird, dann reicht das Eis nicht mehr aus, um da gewaltige Felsbrocken zu transportieren. Und dann wird das Zeug immer feiner, immer feiner, immer feiner und irgendwann haben wir es dann überhaupt nicht mehr mit Felsen oder Steinen zu tun, sondern irgendwann haben wir dann Sand. Größere Anreicherungen von Sand durch äolische Transport, also durch den Wind, das gibt es durchaus in Form von Dünen. Da habe ich welche, als ich in der Lüneburger Heide war, das ist auch schon wieder ein Weilchen her. Da gibt es zum Beispiel solche richtigen Sanddünen, die eben von dem vom Gletscher angeschleiften, vor sich hergetriebenen Sand durch den Wind angereichert worden. Allerdings liegen eben diese Sanddünen im Einflussbereich, also kurz hinterm Einflussbereich der Gletscher. Sand wird nicht weit geweht. Der kann angeweht werden zu einer regelrechten Düne, das kennt man aus der Wüste. Aber das geht nicht über große Entfernungen, sondern eben nur über relativ kleine. Was aber möglich ist, ist eben deutlich kleinere und feinere Partikel als Sand mit dem Wind auch über große Entfernungen zu transportieren. So, und jetzt sind wir beim Löss. Denn wir müssen jetzt noch einen kleinen Exkurs zu den Korngrößen, Fraktionen von Partikeln, die wir als Feinboden bezeichnen, müssen wir einen kleinen Exkurs machen. Ne? Alles, was größer ist als 2 mm in seiner Partikelgröße, das ist sogenanntes Skelett, sagt der Bodenkundler. Das ist für die Eigenschaften des eigentlichen Bodens schon gar nicht mehr so wichtig. Ne? Man kann auch unterscheiden, okay, da ist viel Skelett drin, da ist wenig Skelett drin, dann spielt es eine gewisse Rolle. Aber für den Chemismus und die im Detail stattfindenden Eigenschaften eines Bodens ist es gar nicht so interessant. Also so Steinchen, Kies, Geröll, all so ein Zeug brauchen wir gar nicht. Das ist sehr wohl definiert, was Geröll, was Kies ist und so weiter und so fort. Aber das brauchen wir alles gar nicht großartig uns drum kümmern. Das alles hat jedenfalls gemein, dass es so groß ist, dass es nicht weggeweht werden kann. Ne? Stein ist schwer, wie wir wissen. Sand, 2 mm und kleiner, irgendwann spricht man dann von Feinsand, der ist halt schon relativ winzig in den einzelnen Körnchen, ne? Und da haben wir ja gerade gesagt, die können also schon durchaus zu so einer Düne angeweht werden, wenn die Entfernung kurz genug ist. Nach Sand kommt innerhalb der kleinen Körnchen der Schluff. Der Schluff ist so die mittlere Korngrößenfraktion. Der ist schon sehr, sehr, sehr klein,
Man kann den wunderbar spüren. Der fühlt sich richtig, richtig schluffig an. Es gibt da den schluffigen Schluff innerhalb des Schluffs, der quasi so der Musterschluff ist. Und dieser Musterschluff, der macht größtenteils den Löss aus, so bis zu 80%. Und ich habe eben zum Beispiel in dem Lösstunnel habe ich mein Stativ einmal kurz an die Decke gehauen, weil das hinten so aus dem Rucksack hing und das Ding relativ niedrig ist. Und schon war mein ganzes Stativ voll schluffigem Schluff. Ich habe ihn inzwischen abgewischt, aber ein bisschen was hängt teilweise noch dran. Das ist so ein feiner Staub, aber auch wieder nicht so fein. Fühlt sich ganz interessant an, wenn man es zwischen den Fingern zerreibt, so ein bisschen wie Mehl. Also so von der Korngrößenfunktion, Fraktion, das fühlt sich an, als wäre es quasi Gesteinsmehl. Man kann natürlich auch ein bisschen schluffigen Schluff hier von dem Lösskindl abkratzen. Typischerweise hat Löss auch so eine leicht gelbliche Färbung, kann man hier schön sehen. Teilweise noch ein bisschen gelblich-rötlich, ins Rötliche gehen. Hier haben wir auch so ein paar rötliche Einschlüsse. Das ist dann Eisenoxid, wenn da entsprechend was Rötliches dran ist. Es ist weltweit sehr unterschiedlich, wie Löss aussieht, aber eine typischerweise hellgelbliche, bräunlich-gelbliche Färbung, die ist durchaus üblich. Das ist jedenfalls, gibt es in China den gelben Fluss. Soweit bin ich mir sicher. Und der ist deswegen gelb, weil er durch ein riesiges Lössplateau fließt. Und durch Erosion werden da immer mal wieder Lösspartikel eingetragen, der halt eben per se diese gelbliche Farbe hat, was diesen Fluss, je nach Lichteinfall, wirklich sehr, 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 sehr gelb erscheinen lässt. Im Übrigen haben die da ordentlich Probleme mit der Erosion von ihrem Löss und haben jetzt begriffen, dass sie Bäume draufstellen müssen, die lieben Chinesen. Also ganz blöd sind die auch nicht. Na, wie dem auch sei. So viel zu eben, wo kommt der Löss her? Aus dem Randgletscherbereich der nördlichen Kalkalpen. So, und das ist jetzt der springende Punkt. Wir haben also beim Löss einen Mix aus allem Material, was der Alpengletscher an sämtlichen Gipfeln, wo er drüber geflossen ist oder dran vorbeigeflossen ist und durch sämtliche Täler, durch die er geflossen hat, abgehobelt hat. Und das mixt sich alles zusammen in diesem Löss. Jetzt ist es so, dass die meisten Böden aus irgendeinem Gestein entstehen, das sauer verwittert. Da sind dann alle möglichen Nährelemente drin, aber halt nicht die basischen, ne? Die also weniger sauer sind, sage ich mal ganz vorsichtig, ne? Alkalisch ist zu viel gesagt, aber sie verwittern auf jeden Fall erheblich weniger sauer und basisch ist das schon ein ganz guter Begriff, um dem Ganzen nahe zu kommen. Die sind nämlich selten in Deutschland. Zum Beispiel, wenn du eine Landschaft hast, die auf Granit sitzt, dann bekommst du aus diesem Granit raus nur saure Böden. Da hast du quasi überhaupt keine Möglichkeit, dass sich da irgendwas anderes entwickelt als eine saure Braunerde und die dann im schlimmsten Fall dann irgendwann noch pozzoliert und der Boden wird schlechter und schlechter und schlechter und es fehlt halt wahnsinnig an basischen Nährelementen. Die werden nur ganz, ganz wenig, wirklich im minimalen Umfang, eventuell mit dem Regen mal eingespült oder wehen dann mal in Form von Sahara-Staub irgendwie rüber in einzelnen Partikeln. Die sind unglaublich knapp. Ein Pflanzenwachstum ist möglich, weil halt eben diese super knappen Dinger trotzdem, wenn mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen einer dahin kommt, halt sofort irgendwo eingebaut werden und genutzt werden und effizient genutzt werden. Und außerdem brauchen Pflanzen davon nicht besonders viel, sondern wirklich nur kleinste Mengen. Aber die Produktivität der Landschaft, ne, das mögliche Wachstum von Pflanzen ist doch sehr eingeschränkt, wenn eben diese basischen Nährelemente fehlen. So, und das ist halt Standard in Deutschland, weil wir immer sauer verwitternde Ausgangsgesteine haben, in denen eben kaum solche basischen Sachen drin sind. So. Grundsätzlich ist das außerdem dann immer ein Problem, wenn eine Landschaft großflächig aus demselben geologischen Ausgangsmaterial besteht, weil wo soll denn dann was anderes herkommen? In kleinräumigen Landschaften, wo ganz viele verschiedene geologische Ausgangsmaterialien vorliegen, ist das nicht so schlimm, weil irgendwo wird da schon das Richtige dabei sein und man kann sich dann quasi gegenseitig ein bisschen aushelfen. Die einen haben das, die anderen haben das. Das verteilt sich dann schon irgendwie im Ökosystem. Da gibt es Möglichkeiten, sage ich mal ganz, 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 ganz vorsichtig. So, und jetzt zurück zu unserem Löss, weil der wird halt eben, wie gesagt, über den gesamten Alpenraum abgeschliffen und zusammengemixt.
Wir haben im Löss, und das ist die besondere praktische Eigenschaft und macht ihn so wahnsinnig fruchtbar, eben eine Zusammensetzung sämtlicher Gesteine, die es so gibt. Da ist ein bisschen von dem drin, da ist ein bisschen von jenem drin und noch ein bisschen was von dem da. Und weil da von allem was drin ist, ist das halt ein unglaublich fruchtbares Material, das zu saumäßig fruchtbaren Böden verwittert. Und ich hatte ich schon erwähnt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es schon erwähnt habe, das führt dazu, dass unsere Vorfahren spätestens eben ab der Jungsteinzeit eigentlich darauf angewiesen waren, immer auf Löss zu siedeln, weil das für die damalige Zeit der ideale Boden zur Landwirtschaft gewesen ist. Ne? Die kannten ja noch keinen fortschrittlichen Pflug, irgendwelche schweren, massiven Böden haben die gar nicht bearbeiten können, hingegen so ein weiches Material wie der Löss, wir haben es am Lössstollen gesehen, in dem man relativ einfach buddeln kann, indem man relativ einfach mit wenig Aufwand riesige Terrassen in die Landschaft graben kann. Das ist alles relativ gut machbar. Da konnte auch ein Jungsteinzeitler entsprechend schon mit seinem sehr, sehr, sehr primitiven Vorstellung von Pflug problemlos arbeiten. Und auch der Boden, der aus eben so einem Löss resultiert, ist auch ein sehr lockerer, sehr leicht bearbeitbarer Boden und man kann da prima drin arbeiten und man hat halt eben per se, ohne düngen zu müssen, automatisch schon ideale Nährstoffverfügbarkeit und Nährstoffzusammensetzung, weil düngen konnte man damals nicht. Deshalb wir eben davon ausgehen können, wenn wir innerhalb eines ansonsten eher lössarmen Gebietes einzelne Lössinseln in diesem Gebiet haben, dann haben das unsere Vorfahren auch relativ schnell spitz bekommen und wir können schwer davon ausgehen, dass der Kaiserstuhl seit Menschengedenken immer schon von uns besiedelt gewesen sein wird, eben aufgrund seiner besonderen Lage mit A, dem Löss, B, dem angenehmen warmen Klima und C, wollte man damals, glaube ich, auch ganz gerne viele Sonnenstunden und nicht so viel Regen haben. Könnte ich mir durchaus gut vorstellen. Jo, Löss verbindet also nicht nur silikatische Gesteinsbröckchen, die machen einen Löwenanteil aus, so 70-80%, sondern eben auch noch so 20%, wenn es gut läuft, 10% können es auch mal sein, eben Kalkgestein, ne, mit den ganzen schönen basischen Nährelementen und dann können da noch zum Beispiel eben bis zu 10% noch anderer Krempel drin sein, wie zum Beispiel Eisen, ne? Was man hier ganz gut sehen kann, dass hier auf jeden Fall auch noch anteilig eben Eisen drin enthalten ist. Aber den Löwenanteil eben bis zu 80%, vielleicht auch ein bisschen mehr als 80%, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, um welchen Löss es sich handelt. Weltweit gibt es da deutliche Unterschiede. Haben wir es wirklich bloß mit Quarzkristallen zu tun? Die sind nährstofftechnisch quasi sinnlos. Die enthalten überhaupt keinen Nährstoff. Quarz ist reines Silizium, Vierfachoxid, SiO4, das ist chemisch ungefähr so reaktiv wie der Ben, wenn er ganz viel Käsespätzle gefressen hat und am liebsten faul auf irgendeiner Bank im Kaiserstuhl rumliegen möchte. Ne? Also da passiert nicht viel, ne? da geht nichts chemisch. So. Aber eben diese anderen Bestandteile vom Löss, die machen halt wirklich den großen Unterschied aus und die sind dafür zuständig, dass der so fruchtbar ist. Außerdem hat er eben dann noch die wunderbare Eigenschaft, dadurch, dass er einfach nur angewehtes Material ist, dass er da relativ locker in seiner Zusammensetzung ist. Der Kalk, der wirkt so ein bisschen wie Zement. Ne? Der sorgt schon dafür, dass gerade wenn es da drauf regnet, Kalk ist ja relativ leicht wasserlöslich, weiß jeder, der mal in einer Tropfsteinhöhle gewesen ist, der sorgt dafür, dass der dann angelöst wird, ein bisschen runtersickert und wenn der pH-Wert dann wieder ein bisschen ansteigt, weil der ist oben am niedrigsten und der steigt in der Tiefe des Versickerns, steigt er dann wieder an, dann fällt der Kalk irgendwann wieder aus. Und der funktioniert dann quasi wie ein Klebstoff, wie ein Bindemittel, der die einzelnen Lösspartikelchen miteinander verklebt. Und wir kriegen dann schon eine durchaus stabile Konstruktion aus miteinander verbackenen Teilchen hin, die aber immer noch grundsätzlich relativ weich und eben gut zu bearbeiten ist, wenn man zum Beispiel einen Stollen reingraben möchte. Außerdem kommt noch hinzu, dass die einzelnen Partikel, diese einzelnen kleinen Schluffpartikelchen, die den Löss größtenteils ausmachen, schon quasi eine Bauschklotz
artige Struktur haben. Wenn man sich die also unter dem Mikroskop anguckt, einem guten Mikroskop, dann sehen die wirklich aus wie so kleine Bausteinchen, beziehungsweise kleine Pflastersteine oder wie die heißen. Also wirklich so ein massiver, eckiger, kleiner Bauklotz. Und viele, viele, viele Lötzteile aneinander legen sich quasi übereinander wie viele kleine massive Miniatur-Bauklötzle. Ne? Und das hebt einfach besser. Das Gefüge innerhalb eines Lössbodens kann man es nicht nennen. Es ist ja ein Gestein, aber halt ein sehr weiches. Trotzdem sehr, sehr, sehr tragfähig, eben aufgrund dieser kleinen Strukturen, dass das alles eben mit diesem eckigen Zeug gut zusammenhebt. Während das alles runde, glitschige, abgerundete Partikel, ne? Die würden ständig durch die Gegend rutschen. Tun sie aber nicht, sie sind eckig und haben damit ein gewisses, die beißen sich ineinander fest. Ne? Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Deshalb, wie gesagt, ist so ein Lössstollen problemlos möglich. So, jetzt sind wir hier aber bei der Station Lösskindl. Was hat es jetzt mit Lösskindeln auf sich? Naja, ich habe ja schon gesagt, der Regen löst den Kalk im Löss, der wird nach unten getragen und irgendwo fällt er dann wieder aus und klebt dort ein paar Partikel zusammen. Und das kann sich und je nach Bedingungen durchaus dann mal so äußern, dass damit innerhalb des relativ weichen Löss harte Steinchen entstehen und die können irgendwelche kuriosen Formen annehmen. Das ist jetzt kein besonders schönes Beispiel. Die guten sind alle schon weg, ne? Der Haufen, da liegt da schon eine Weile. Alle schönen Exemplare hat er schon irgendwer rausgesammelt. Und das kann dann halt wirklich sein, dass er dann irgendwelche kleinen Figürchen und irgendwelche kleinen Männchen sich eben da im Löss bilden. Es ist also ein beliebtes Hobby, wenn man im Kaiserstuhl unterwegs ist, sich den nächsten Lösshohlweg zu suchen und dort dann auf Lösskindl-Jagd zu gehen, um mal zu schauen, ob man nicht irgendein sehr schönes Exemplar findet. Kann durchaus bestimmt in der Frühzeit der Wissenschaft zu Verwirrungen geführt haben, weil die teilweise wirklich so aussehen wie diese berühmte Figur, diese Frau mit den sehr großen, ne, die man eben als Kunstobjekt vermutlich aus der Altsteinzeit oder war es die Jungsteinzeit, ich bin mir nicht ganz sicher, kennt. Das ist so also mit das älteste Kunstobjekt der Menschheitsgeschichte. Das ist eben diese Figur, dieses Frauenfigürchen da eben mit den auffälligen Merkmalen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Offensichtlich war das lebengebende weibliche Form, die hat ja auch recht ausladende Hüften, die Dame, damals schon was man in irgendeiner Form ja entweder attraktiv oder verehrenswert gefunden hat, dementsprechend, ne, auch üppig generell ausgestattet. Ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, das ist einfach eine Tatsache, dass das der älteste Kunstgegenstand der Welt ist. Und eben gerade diese Lösskindl, die sehen teilweise genauso aus wie dieser Kunststil, den man da eben gefunden hat. Und das führt gelegentlich dann vielleicht mal ein kleines wenig zu Verwirrungen. Ja, aber egal wie ausgetüftelt diese Figuren sind, die man im Löss finden kann, es ist immer nur reiner Zufall, immer nur durch die Natur und nicht durch Menschenheit entstanden. Außer jemand wollte da irgendwelche berühmten Steinzeitartefakte so verstecken, dass sie kein Mensch jemals wiederfindet. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, aber das ist, glaube ich, doch eher unwahrscheinlich. So, und damit haben wir auch das Thema, glaube ich, ganz gut ausführlich behandelt. Und, ach du Scheiße, es ist ja schon 2:50, dann gehe ich mal weiter, weil ich habe noch gefühlte 2,5 Stunden vernünftiges Licht, um was zu filmen. Und bis dahin wäre es ganz gut, wenn ich die Tour fertig kriege, dass ich dann nicht noch im Dunkeln versuche, irgendwas zu erklären. Ah, und ich habe doch noch eine Sache zu Löss vergessen. Dadurch, dass der so eine mittlere Korngrößenfraktion ist innerhalb der feinen Teilchen, sorgt das dafür, dass er eine hervorragende Wasserspeicherfähigkeit hat. Weil, gucken wir uns mal den Sand an. Gehen wir mal von grobem Sand mit tatsächlich 2 mm pro Körnchen aus. Schichtet man davon ganz viel zusammen, so rein willkürlich zusammengekippt, dann ist das so, dass dazwischen, zwischen den einzelnen Körnchen, Zwischenräume entstehen. Diese Zwischenräume, die sind durchaus vergleichsweise ziemlich groß, weil es ja vergleichsweise ziemlich große Körnchen sind. Stellt euch das mal vor, wir würden nicht Sand nehmen, sondern Geröllblöcke. Schmeißt man Geröllblöcke zu einer Halde zusammen, hat man zwischen den einzelnen Blöcken teilweise riesengroße Zwischenräume. So, und so ähnlich verhält sich das natürlich auch mit dem Sand, nur dass die Zwischenräume da natürlich deutlich kleiner sind, aber sie sind immer noch vergleichsweise groß, wie wenn man noch deutlich kleinere Partikel als Sand nimmt.
aufnehmen würde, ne? Nämlich Luft oder Ton. Ton ist das ganz, ganz Feine übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt. Jedenfalls, diese Zwischenräume zwischen Sand, die sind hervorragend geeignet, dass Wasser da drin versickern kann. Also in einer Sandlandschaft versickert Wasser prima im Boden, es kommt nicht zu Oberflächenabflüssen, es wird selten irgendwelches Material weggeschwemmt, Erdrutsche oder ähnliches sind quasi auszuschließen, weil das alles prima, super sofort im Boden versickert. Das Dumme ist nur, dann ist es auch sofort weg. Und dann kommt es an der nächsten Stelle wieder zum Vorschein, wo irgendeine wasserführende Schicht im Boden sich befindet, zum Beispiel das Ausgangsgestein, was zum Beispiel Granit sein könnte, ne? Der ist undurchlässig. Das ist eine durchgehende Felsplatte, kann man sich das ungefähr vorstellen. Das heißt, das Wasser gleitet auf dem Granit entlang, bis es irgendwo aus dem Berg austritt, in Form von einer Quelle. Wenn wir also enorme Niederschlagsmengen haben in einer Sandlandschaft, dann kommt zwar nicht der Berg runter, aber das Wasser kommt trotzdem relativ schnell unten im Fluss an und wir haben dann irgendwann einen sehr stark steigenden Pegel des Flusses, der unten im Tal liegt, und wir haben was? Hochwasser. So. Haben wir eine Tonlandschaft, dann haben wir das Problem, dass die Tonpartikel so, so fein sind, dass sich zwischen den einzelnen Partikeln so gut wie überhaupt kein Hohlraum mehr befindet. Das heißt, ein sehr tonreicher Boden, der ist überhaupt nicht wasseraufnahmefähig. Da regnet es drauf und das Wasser fließt obendrauf ab. Wir hätten also quasi einen direkten Oberflächenabfluss und da kann dann sehr wohl übrigens noch jede Menge Vegetation und jede Menge Boden mit eben ins Tal gerissen werden, wenn wir uns in einer bergigen Landschaft befinden. Und es führt außerdem dazu, dass gleichzeitig genauso wie beim Sand der Wasserpegel des Flusses im Tal trotzdem sehr schnell ansteigt, weil das Wasser halt nicht zurückgehalten wird. Es landet auch sofort quasi im Fluss, der dann halt eben ansteigt. Und jetzt der Schluff, beziehungsweise eben als Gestein, der Löss, man könnte ihn auch Schluffgestein nennen, der hat jetzt genau die richtige Größe der Zwischenräume zwischen den einzelnen Partikeln, dass das Wasser zwar eindringen kann, aber nicht so schnell durchfließt, weil Wasser hat ja eine Oberflächenspannung. Und mit dieser Oberflächenspannung bleibt es quasi in den ganzen Löss-Zwischenräumen, in die es eingedrungen ist, erstmal hängen. Das dauert sehr langsam, beziehungsweise sehr lange, bis das Wasser dann überhaupt mal irgendwann im Grundwasser ankommt. Eine lössreiche Landschaft hat also quasi eine Schwammfunktion, kann erstmal enorme Regenmengen ganz lange zwischenspeichern und lässt sie dann nur sehr langsam, zeitverzögert ins Grundwasser und damit letztendlich auch in die entsprechend ansteigenden Bäche. Entfernen wir also Löss, wie hier im Kaiserstuhl ja auch durch die Terrassierung durchaus teilweise passiert, oder verdichten Löss, ebenfalls durch die Terrassierung durchaus im größeren Maßstab passiert, womit müssen wir dann rechnen? Erosion und entsprechend heftigere Hochwasser, als wir sie hätten, wenn wir nicht unseren Löss verdichtet hätten, beziehungsweise generell in einer lössreichen Landschaft eben diesen Vorteil genießen könnten, dass da Hochwasser relativ selten sind, weil halt eben für den Wasserhaushalt der Natur schluffreiche Böden so wichtig sind. Ne? Man spricht da von den diese Wasserhaltekapazität des Bodens, also dass sich Wasser da wirklich für eine längere Zeit zwischenspeichert sozusagen, das nennt man auch nutzbare Feldkapazität. Ha! NFK. Ganz wichtig für die Fruchtbarkeit von Böden, weil wenn es da mal drauf regnet und das Wasser wird ewig lange im Boden gespeichert, dann ist es auch ganz, ganz lange Pflanzen verfügbar und sämtliche Pflanzen, die da wachsen, freuen sich dann da halt über eine kontinuierliche, quasi immer vorhandene Wasserversorgung. Wächst du auf Sand, hast du nur dann Wasser, wenn es gerade regnet und kurz danach und danach ist schon wieder alles weg. Wächst du auf Ton, dann kannst du da fast schon quasi gar nicht wachsen, weil Ton einfach durch diese kleinen Partikel so wenig Zwischenräume hat, dass man da schon gar keine Wurzel durchbekommt. Auf Ton wachsen generell relativ doof. Es gibt aber auch, das ist die gute Nachricht, kaum ausgeprägte Tonlandschaften, die nur aus Ton bestehen würden. Ton tritt eher in Form von Tonstauschichten dann in einer gewissen Bodentiefe auf, die dafür sorgen, dass halt eben maximal eine Durchwurzelungstiefe von einem Meter erreicht werden kann und auch eine Durchwässerungstiefe von einem Meter erreicht werden kann, weil dann eine undurchdringliche Tonschicht kommt. Die Wurzel kommt nicht durch, das Wasser kommt nicht durch, das Wasser fließt entsprechend der Tonschicht entlang, bis es irgendwo aus dem Berg austritt und wie gesagt, wieder ab in den Fluss. Ne?
Also so viel noch ein bisschen zur Landschaftsgeschichte, Landschaftsentstehung, wichtige Dinge bezüglich Wasserrückhalt. Oh ja, macht damit, was ihr wollt. Ich finde, es ist eine durchaus wissenswerte Information. Jetzt gehe ich aber wirklich weiter.